Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich habe heute mal Stevie Boy ausgepackt. Ich glaube, Stevie Boy hatte lange Pause bei uns. White macht einen Totem. Wir sind zu dritt am Gen. Killer wird wahrscheinlich gleich hier sein. Gucken wir mal. Letzte Runde lief ja nicht so Bombe. Dwight, es ist ein Clown und du blockst mich, du Vogel. Danke. Ich meine, Dwight wollte nur nett sein und uns sein... Beweise dich? Ist es Beweise dich von Dwight? Mit diesen ganzen komischen Perks, die da irgendwas schneller machen und mehr Punkte geben. Ich merke mir nie, wie die heißen. Das sind für mich alles... Ist es für mich alles eins? Das eine Soße. Das ist kein Totem. Mein Mauskabel hängt gerade. Jetzt können die natürlich dort hinten den Gen auch gerade nicht weitermachen. Aber ich gehe von aus, er wird gerettet. Ich bin recht schnell, ja, recht weit weg. Ja. Weggelaufen. Ich hoffe nur, das ist wirklich wie letzte Runde, dass hier abgefarmt wird, wo der Killer noch daneben steht. Und logischerweise immer mindestens einer drauf geht, / hängt. Weil aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen, ist schon echt schwer. Gerade wenn du nur noch zu zweit oder zu dritt bist. Wenn der Killer einen Lauf hat und immer mindestens einer am Haken ist... Ist echt schwierig. Wir haben jetzt hier das Problem, wir haben gleich die zweite Person am Boden und wir haben keinen Generator fertig. Bestenfalls geht hinten, wo David hing, der Gen jetzt an. Könnte aber auch sein, dass der Killer Pop Ghost Weasel dabei hat. Schließlich ist es ja ein Perk von ihm. Oder hat sogar Tüftler. Nee. Ich dachte, wenn er sie jetzt liegen lässt und vielleicht hierher kommt mit Tüftler... Barbecue, der Gutste. Ist noch jemand? David rennt da an der Scheck. David. Das war gefährlich. Und dann gehen wir jetzt... Ach, wir machen den Gen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die aus der Mitte rausnehmen. Weil es natürlich hier gefährlich ist. Wir haben bloß wahrscheinlich auch zwei Gens. Ach du heilige Kacke, hier ist zu. Zwei Gens im Keller. Hier ist auch zu. Das war gewastet von mir. Zu spät reagiert. Die Schule ist ein Gefängnis. Dann nehmen wir jetzt die Palette. Oh. Hier ist keine. Doch, hier ist eine. Shusai Gorbsky. So? Ah! Mist, Mist, Mist. Ich hätte mich schneller entscheiden müssen, durch das Ding zu springen. Ich habe zu lange gezögert. Aber ein Gen ist angegangen und da oben wird auch am Gen gearbeitet. Das ist okay. Der Killer erwartet bitte noch mit dem Abhängen, bis der Killer ein bisschen weiter weg ist. Ja gut, du hast geliehene Zeit. Trotzdem doof. Er ist bei David. Okay, wir wissen, David war oben im Haus. Wir gehen mal dorthin.
gucken. Warum hat sich David jetzt aus dem Schrank ziehen lassen? Er war doch nicht verletzt. Er hat jetzt einen Hit gewastet. Das verstehe ich immer nicht. Wenn du schon verletzt bist und du versuchst eventuell dadurch, dass du in den Schrank springst, einem Schlag auszuweichen. Okay, weil wenn er dich nun trifft oder aus dem Schrank zieht, ist es das gleiche Endergebnis. Aber wenn du nicht verletzt bist... Dann spring bitte nicht in den Schrank. Ah! Ach, hier ist zu. Schon wieder mich, Mann. Noch erstmal die anderen. Weit, rette mich. Ich muss doch aufnehmen. Okay, er hat sich ablenken lassen. Cool. Mach den Gen, Klödi. Ich heile mich selber. Wir müssen Gens machen. Und dort oben, der recovert nicht. Es sei denn, er hat einen Perk dabei, dass er kriechen und recovern kann. Aber ich glaube, das haben Leute selten dabei. Warum ist die Klöde jetzt nicht an den Gen zurück? Ich muss es nicht verstehen. Boah, David. Nächstes Mal bitte erst recovern und dann loskriechen. Der Killer wird hierher kommen. Da kommt er genau hier wieder runter. Oh, der hätte mich verloren. Oh shit, hier ist der Haken. Fängt der am ersten Haken bis in der zweiten Phase. Klödi hat städtische Umgehung. Ist die Klödi neu? Gerade noch lautlos. Es könnte vielleicht meine Rettung sein. Puh. Wir sind aber alle dead on hook.
Alle. Und Dwight hing halt leider am ersten Haken bis in die zweite Phase. Ich meine, ja, wir müssen auch Jens machen. Das ist alles schön und gut. Ich weiß nicht, ob der Nurse's Calling hat. Ich habe das Gefühl gehabt, immer wenn ich mich geheilt habe oder wen anders geheilt habe, kam der Heartbeat. Okay, dort oben, der ist aber an. Der Jen. Haben wir denn da jetzt noch welche? Hier noch irgendwas? Ich weiß auch immer noch nicht, ob er Barbecue hat. Ach du Kacke. Er hat Barbecue. Dabei dachte ich eigentlich, dass ich hinter dem Jen gut versteckt bin. Oh Gott, erschreck mich nicht so. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ist hier bestenfalls der Ausgang? No! Shit, der andere Ausgang. Help me! Klödi, du musst tanken! Klödi! Klödi! Okay. Oh, danke, Dwight. Meine Herren. Klödi, du warst unverletzt. Oh, holy. Ich muss mich bei Dwight bedanken. Die kann nicht so doof sein. Sorry, aber die Klöde kann eigentlich nicht so doof sein. Wieso tankt sie nicht, wenn sie unverletzt ist und sie wusste, dass er keinen Nöt hat, weil er hat mich nach dem Endgame-Beginn geschlagen. Sowas regt mich auf. Ich meine, es kann sein, dass manche Leute, die haben halt dann nicht diese Weitsicht. Die verstehen das dann nicht. Die können dann nicht so weit denken. Aber mich regt das auf. Ich glaube, das habt ihr vielleicht gemerkt. Naja, egal. Ich hoffe, ich habe nicht zu laut geschrien, aber eigentlich habe ich einen Kompressor drin. Also es klingt eventuell einfach nur scheiße, aber es dürfte eigentlich nicht zu laut geworden sein. Ich entschuldige mich dafür, aber wir sind rausgekommen. Es war nochmal richtig spannend jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr bis hier an diesem Punkt dran geblieben seid, dann postet mal bitte ein Schildkröten-Emote in die Kommentare. So, bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Adieu, macht's gut. Tschüssi.